Herzlich willkommen bei den Music News. Heute geht es um die neue Single von Andrea Berg. Ja, auch in die Schlagerrichtung wird bei den Music News immer jede Neuigkeit berichtet. Heute geht es halt um die neue Single von Andrea Berg. Mehr dazu jetzt. Im neuen Song heißt es: Feuervogel, flieg mit mir, ich gebe den Traum nicht auf. Feuervogel, halt mich auf der Suche nach dem Sinn. Andrea Berg gibt mit ihrer aktuellen Single Feuervogel den Fans die Hoffnung, nie den Mut, die Neugierde am Leben und die eigenen Träume zu verlieren. So nimmt die Sängerin uns mit auf einen märchenhaften Ritt auf dem Feuervogel in das Land im Morgenrot, wo nie ein Traum zu sterben droht und alle Kinder der Freiheit sind. Ja, zusammen mit dem Komponisten David Brandes schuf Andrea Berg in ihrem neuen Song Feuervogel einen Titel mit treibenden Beat, melodiösen Harmonien und ihrer unverwechselbaren weichen Stimme. Ein Song, der den Mut zum Träumen schafft und Raum für Neues offen hält. Ja, die Single Feuervogel, die neben der Albumversion auch einen Single-Mix enthalten wird, ist ein Lied von Andrea Berg, das ihren Fans nicht einmal mehr aufzeigt, dass es sich immer mehr lohnt, an seine Träume zu glauben. Denn die großen Träume, die sterben nicht. Ja, Andrea Berg hat auch gleichzeitig heute ihr neues Album Seelenleben veröffentlicht. Zu beiden, also Song und Album, wird es einen Link in die Beschreibung geben. Hier auf YouTube könnt ihr raufgehen und findet die Amazon Download Links. Mit dem Album geht sie auch auf Tour. Die Seelenleben Tour startet am 20.01., also in gut 2 Wochen in Stuttgart, führt dann über Mannheim, Frankfurt, Linz, Graz, Wien, Leipzig, Riesa, München, Erfurt, Köln, Bremen, Oberhausen, Halle, Westfalen, Hamburg nach Magdeburg, geht also bis zum 25. Zweiten. Hamburg und Magdeburg sind Zusatzkonzerte. Der nächste TV-Termin von Andrea Berg, der ist morgen, der Samstag, und zwar in Schlager Champions, das große Fest der Besten mit Florian Silbereisen, welches auf ARD um 20:15 Uhr präsentiert wird. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie dort auch ihre neue Single präsentieren wird. Das weiß ich natürlich aber nicht. So, damit sind alle News draußen. Das war's von den Music News. Ihr könnt den Song jetzt, wie gesagt, in der Beschreibung finden zum Download. Ebenfalls das neue Album. Ja, und das war's mit den Music News. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.